Dann rufe ich auf die Vereinigung Bergpartei, die Überpartei, Kurzbezeichnung Groß B. Ich sehe einen Vertreter. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Können Sie mir Ihren Namen verraten und uns sagen, ich heiße Benjamin Richter und ich bin Generalsekretär der Bergpartei, die Überpartei. Okay, vielen Dank. Anwesend ist auch Herr Feldmann, unser Mäzen. Gut, vielen Dank, Herr Richter. Die Vorprüfung der Beteiligungsanzeige hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen gemäß § 18 Absatz 2 Bundeswahlgesetz erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz lässt sich Folgendes sagen. In Bezug auf den Umfang und die Festigkeit der Organisation lässt sich feststellen, dass die Vereinigung ausweislich der beim Bundeswahlleiter geführten Unterlagensammlung über einen Landesverband verfügt. Die Vereinigung hat darüber hinaus zwei weitere Untergliederungen angegeben. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut nicht mit Nachweisen belegter Angabe der Vereinigung 257, so habe ich es mir notiert. Bezüglich des Hervortretens in der Öffentlichkeit lässt sich feststellen, dass die Teilnahme, eine Teilnahme an Bundestagswahlen bisher natürlich noch nicht erfolgen konnte, da die Partei zum 1. April 2011 gegründet wurde. Die Vereinigung hat jedoch bereits 2011 an der Landtagswahl in Berlin teilgenommen. Öffentlichkeitsarbeit erfolgt nach Angabe der Vereinigung durch Teilnahme an Kundgebungen und Demonstrationen sowie durch Plakate. Hierzu wurden Fotos als Nachweise eingereicht. Darüber hinaus hat die Vereinigung konkrete Angaben zur Präsenz der Vereinigung in den verschiedensten Medien, also Print, Fernsehen und Internet gemacht und darüber hinaus angegeben, Öffentlichkeitsarbeit auch durch weitere Veranstaltungen und regionales Engagement zu betreiben, wozu allerdings uns die entsprechenden Nachweise fehlen. Ich darf Ihnen, Herr Richter, das Wort erteilen und Sie bitten, vielleicht die Lücken, die wir noch haben in unseren Unterlagen und in unseren Köpfen, durch entsprechende Angaben zu füllen. Bitte schön. Danke. Also, wir sind eine linksradikale Partei, aber wir teilen den Grundgedanken der Demokratie, dass die Menschen ihre Probleme lösen können. Also wir, indem wir miteinander reden. Wir denken, dass sich viele Parteien von diesem Anspruch schon verabschiedet haben. Aber der Großteil der Bevölkerung glaubt, dass das Parlament der Ort ist, wo gemeinsam, oder wo nicht gemeinsam, über unsere Zukunft entschieden wird, über unsere gemeinsame Zukunft. Wir schlagen eine grundlegende Neuordnung der Gesellschaft vor. Ich will Sie nicht langweilen mit inhaltlichen Sachen. Aber so eine Stimme in Zeiten tiefer Krise auszuschließen, kann ein Fehler sein. Dass hier Vertreter und Vertreterinnen der Bundestagsparteien sozusagen ihre Konkurrenz auswählen, widerspricht meinem Gerechtigkeitssinn, aber ich bin kein Jurist. Die OZE-Wahlbeobachtungsmission hat zur letzten Bundestagswahl auch sehr geschimpft über diese Veranstaltung hier. Deshalb begrüße ich, dass jetzt auch Richter hier sitzen und die Möglichkeit, eine Beschwerde beim Verfassungsgericht zu führen. Ja, keine Angst, wir sind eine anarchistische Partei. Wir wollen ihre Macht nicht. Wir wollen auch kein Geld. Wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmt leben und jeder mitentscheidet. Und in diesem System hier ist es höchstens vorgesehen, indem die Menschen Parteien wählen. Deshalb sind wir eine Partei. Und man sollte kleine Parteien deshalb sehr stärken und nicht zusätzlich behindern, wie das hier manchmal passiert. Also lassen Sie bitte die Wähler entscheiden. Dann jetzt zu unserer Partei. Wir sind mit unseren Mitgliedern auf Platz 38. Uns gibt es aber nicht erst seit 2011, sondern wir sind hervorgegangen aus der Überpartei Deutschlands, ÜPD, und der Bergpartei, die sich im Juli 2005 gegründet haben. Und ich bitte Sie, das anzuerkennen und auch die Nachweise über die Öffentlichkeitsarbeit der beiden Vorgängerorganisationen mit zu berücksichtigen bei Ihrer Beurteilung der Bergpartei, die Überpartei.
Ich stehe auch schon das dritte Mal oder bin das dritte Mal jetzt auch hier. Wir haben in den Vorjahren der Bundestagswahl auch die erforderlichen Unterschriften gesammelt und Plakate verklebt, also auch teilgenommen, auch wenn wir nicht zugelassen wurden, dann durch die Direktkandidaten, die dann parteilos angetreten sind. Wir sind über Berlin hinaus bekannt durch die Veranstaltung der jährlichen Gemüseschlacht auf der Oberbaumbrücke, die für die Subsidiarität in Berlin demonstriert, und das einzige Videoaktivisten-Filmfestival No Dogma, das einzige Videoaktivisten-Filmfestival im deutschsprachigen Raum. Bei uns kandidieren prominente Kandidaten wie der Musiker Pierre Cantate, der Architekt Benjamin Förster-Baldenius und der Schauspieler Nils Corvin und natürlich auch Aktivisten wie der Lokalmatador Hauke Stieve, der in Friesheim sehr berühmt ist. Wir machen einen sehr umfangreichen Plakatwahlkampf in den Wahlen, an denen wir teilgenommen haben, aber auch zu Volksabstimmungen, und machen unsere Plakate selber machen auch durch Großstellwände auf uns aufmerksam. Ich weiß nicht, welche der nicht im Parlament vertretenen Parteien durch Großstellwände noch am Wahlkampf teilnehmen. Wir sind durch bundesweite liberale Tageszeitungen mehrfach ausführlich erwähnt worden. Macht keinen Sinn, aber. Und hatten in Wahlkreis 5 in Friedrichshain-Kreuzberg 6,5% 2006 schon, ein Jahr nach der Gründung. 2011 dreimal so viel Stimmen wie die FDP, selbst mehr als die die Partei, deren Herausforderer. Wir waren die erste Partei, die das bedingungslose Grundeinkommen im Parteiprogramm verankert hat, schon vor 7 Jahren. Und das ist nur eine der vielen Ideen, mit denen wir gerne anregen möchten. Also wir sind sehr an der Willensbildung und am politischen Prozess interessiert. Ich glaube, damit habe ich jetzt einige Lücken gefüllt. Ja. Noch Fragen? Ja, Herr Professor Brenner hat noch eine Frage. Ich hätte eine Frage. Ich habe Ihre Ausführungen mit Interesse verfolgt, aber wenn ich die schriftlichen Unterlagen durchsehe, dann scheint mir doch eine Konzentration auf Berlin vorzuliegen. Also mir ist nicht so ganz erkennbar, zumindest aus den Unterlagen, dass Sie auch ein bisschen über den über die Stadt Berlin hinausgreifen und jetzt auch irgendwie Süddeutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland in Ihre Aktivitäten mit einbeziehen. Vielleicht können Sie uns da noch mal ein bisschen aufklären. Ja, richtig. Unsere Mitglieder sind nicht nur in Berlin, sondern auch bundesweit. Aber wir haben nur in Berlin einen Landesverband, weil sich die Mitglieder in anderen Ländern individuell oder in Gruppen, die sich nicht parteiorganisatorisch strukturieren, organisieren. Und wir haben 2009 hat die Überpartei eine Mitgliederliste, eine ungeschwärzte, über die damals 320 Mitglieder dem Bundeswahlausschuss übersandt. Vielleicht können Sie da reinsehen, damit dieser Nachweis auch erbracht ist. Aber meine Frage zielte so ein bisschen darauf. Achso, wir sind bundesweit aktiv, natürlich. Ja. Das Videoaktivisten-Filmfestival ist halt des deutschsprachigen Raumes. Wir beteiligen uns auch an Großprotesten, wie jetzt Blockupy in Frankfurt oder an dem G8-Gipfel hat es angefangen. Und das sind die Aktivitäten, bundesweite Aktivitäten auf jeden Fall. Aber wir sind bisher nur in Berlin angetreten, das ist richtig. Aber ja, deshalb bin ich hier, um das zu ändern. Danke. Dank. Herr Richter, Herr Dr. Risse hat eine Frage. Ich gucke nochmal nach links. Ja, bitteschön, Herr Dr. Risse. Zwei Punkte. Sie erwähnten vorhin schon die jährliche Gemüseschlacht. Meine Frage ist, was kann man sich darunter vorstellen? Ich höre davon jetzt zum ersten Mal. Das heißt, ich habe natürlich bei der Lektüre der Unterlagen das gesehen und mir ein Fragezeichen dran gemacht. Und zweiter Punkt. Hier steht in den Unterlagen Teilnahme an Kundgebungen und Demonstrationen. Heißt das, Sie machen mit bei Kundgebungen und Demonstrationen, die andere veranstalten? Ist das richtig so? Ja, natürlich auch, aber wir sind auch Teil von Demonstrationsvorbereitungsgruppen, wie jetzt der Freiheitsstadt-Angst-Demo gegen Überwachung
oder werden integriert als Redner, wie in der Hanfparade für die Legalisierung von Cannabis. Aber wir machen auch selber Kundgebungen und Demonstrationen, zuerst am 1. Mai 2005 und zuletzt im Vorjahr vor der japanischen Botschaft, die ganz allein von uns organisiert wurde und von 20 bis 70 Leuten besucht wird. Die Gemüseschlacht, das, vielen Dank, dass Sie mich darauf hinweisen, ist, kann nicht jeder kennen, ist eine Schlacht zwischen den Bezirken Friedrichshain und Kreuzberg in Berlin, die seit, ich glaube, 2005 zusammengeschlossen wurden. Es ist ein Bezirk im Westen und ein Bezirk im Osten, die nur durch eine Brücke verbunden sind, auf zwei Seiten der Spree. Und man bewirft sich da mit Gemüse und Wasser und damit wird protestiert gegen die Zusammenlegung. Also wir simulieren da die, den Kampf um die Vorherrschaft in dem zusammengelegten Bezirk. Und es ist ein Protest gegen die Zusammenlegung. Man hat die Menschen da nicht gefragt, ob sie sich zueinander zugehörig fühlen, was eindeutig nicht der Fall ist. Das ist natürlich ein bisschen scherzhaft, diese Aktionsform. Da wird darauf hingewiesen, dass durch die Zusammenlegung von Verwaltungseinheiten halt die Subsidiarität verloren geht und die Regionalität, die uns sehr am Herzen liegt, dass an den Menschen direkt beschlossen wird und weniger Anonymität aufkommt. Habe ich das gut erklärt jetzt? Ja, herzlichen Dank, Herr Richter. Ich glaube, das haben Sie uns ausführlich beantwortet. Gibt es noch Aufklärungsbedarf, noch Fragen? Frau Dr. Bunke, bitteschön. Ja, vielen Dank. Das haben Sie uns sehr anschaulich beschrieben. Ich empfinde Ihren Fall so ein bisschen als einen Grenzfall. Wenn wir nur die Mitgliederzahlen hätten und die Aktivitäten, dann würde ich größere Schwierigkeiten haben. Offensichtlich sind Sie aber in der Lage, jedenfalls für die Wahl in Berlin die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, sodass ich jedenfalls Bedenken, die man haben kann, zurückstellen würde. Verzeihung, das habe ich nicht verstanden. Da gibt es Bedenken, dass wir die Wahl in Berlin... Nein, genau umgekehrt. Die Tatsache, dass Sie die Wahlen in Berlin organisiert haben, daran teilgenommen haben, spricht für die Ernsthaftigkeit als Partei. Ja, danke. Okay, guck noch mal in die Runde. Gibt es weiteren Erörterungsbedarf? Das ist nicht der Fall. Dann schlage ich vor den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses, ich schlage vor, die BAK-Partei als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nr. 2 Bundeswahlgesetz anzuerkennen und bitte hierüber abzustimmen. Jawohl, das ist ein, das sind 10, nicht? Enthaltungen? Eine Enthaltung? Ja, eine Enthaltung und eine Nein. Gut. Damit ist die 9:1:1. Damit ist die Vereinigung als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nr. 2 Bundeswahlgesetz anerkannt, da sie insbesondere durch einen Landesverband und zwei weitere Untergliederungen ca. 220 Mitglieder untersetzt ist und unmittelbar nach Gründung im April 2011 erfolgreich an der Landtagswahl in Berlin teilgenommen hat. Und auch ihr sonstiges Hervortreten der Öffentlichkeit zeigt, dass sie die Kriterien der Parteieigenschaft gemäß § 2 Parteiengesetz erfüllen. Herzlichen Dank, Herr Richter. Dankeschön, ich bin sehr glücklich. Ja, Dankeschön.